Wir haben einen Einsatzbefehl bekommen. Und zwar werden wir die Vorhut bilden. Wir werden an einen Punkt nach Felucia springen, wie Sie hier auf der Karte eindrucksvoll sehen können. Wundern Sie sich nicht über die falschen Buchstaben, die da stehen. So, unsere Aufgabe wird es sein, den Keilkopf zu bilden, indem wir uns durch die Blockade hindurch fräsen werden. Wir werden zusätzlich auch noch eingesetzt mit der 327. Die wird aber uns auf dem Bodenmeer unterstützen. Mit Hilfe der 327., aber da komme ich gleich zu, werden wir dann den Angriff auf unsere ehemalige Basis einleiten. So, das heißt, wir müssen uns auf eine sehr heftige Luftschlacht vorbereiten. Das heißt, wir brauchen sicherlich Männer im Seitenhangar. Sicher ist sicher. Und wir brauchen auch noch auf jeden Fall eine vernünftige Verteidigung des Main-Hangars. Wir werden aber nicht alleine fliegen. Wir werden die Typhoon und die Inferno mit in unserem Windschatten wissen. Das heißt, ein bisschen Feuerunterstützung haben wir. Wir sind nicht ganz auf uns alleine gestellt. So. Haben Sie dazu erstmal Fragen? Negativ. So, 19. Gut, wunderbar. Corporal, ich hoffe, dass Ihre Männer sämtliche Jäger und Schiffe soweit schon einsatzbereit haben. Wir werden diese nämlich brauchen, sobald wir aus dem Hyperraum treten. Dann geht die Hölle los. Natürlich, sind soweit Gut. schon dran. Wunderbar, ausgezeichnet. Und sagen Sie den Männern, dass sie sich nicht zu schnell abschießen lassen. Nützlich. Gut, kommen wir aber jetzt zum wesentlichen, interessanteren Part. Und zwar, sobald wir angekommen sind, werden wir abseits unserer Basis irgendwo im Moin. Dschungel landen und mit Hilfe der 327., die das Gebiet Gott sei Dank schon in den letzten Wochen besser kartografieren konnte, uns durch ein Tunnelsystem in die Nähe unserer Basis hindurchwagen. Dort angekommen, das wird dann unser Basislager sein, werden wir unter dem Wasserfall langsam vorrücken. Die KOS-Präsenz ist massiv und das meine ich auch wirklich so. Sie ist wirklich massiv. Das heißt, verschwenden Sie Ihre Männer nicht. Gehen Sie taktisch vor. Ah, ist ja der nächste, wunderbar. Mein Vorschlag, oder beziehungsweise die taktischen Analytiker haben gesagt, am besten ist es, wenn wir versuchen, Aurig erstmal einzunehmen. Aurig ist im Besitz der sogenannten Funkanlage. Da diese aktuell unter KOS-Kontrolle steht, ist das die höchste Priorität am Anfang, damit wir die Kommunikationsanlage ausschalten. Sobald wir diese ausgeschaltet haben und unentdeckt geblieben sind, ist die KOS erstmal nicht mehr dazu in der Lage, weitere Verstärkung anzufordern. Ist das soweit klar? Haben Sie das soweit verstanden? Sehr, sehr. Ja, Sir. Sir, ja, Jawohl. Wunderbar. Gut. Nachdem Sie die KOS-Kommunikationsanlage ausgeschaltet haben, können Sie den Hauptangriff auf die Basis vornehmen. In der Zwischenzeit werden wir hier oben hoffentlich die Blockade weiterhin so lange aufhalten, dass wir Ihnen auch zwischendurch auch nochmal Verstärkung schicken können, in Form von Panzern oder anderen Sachen, damit Sie da unten ein bisschen was zur Verfügung haben. Aufgrund der letzten Schlacht kann es sein, dass Sie vielleicht vor Ort noch das ein oder andere Gefährt finden, was vielleicht noch irgendwie in irgendeiner Art und Weise intakt ist. Nutzen Sie alles, was Ihnen zur Verfügung steht. Ich meine wirklich alles. Wenn wir die Möglichkeit haben, Ihnen was runterzuschicken, fordern Sie auch alles an, was Sie benötigen. Wir werden versuchen, es Ihnen runterzuliefern. Wir dürfen Felucia, dieser aktuellen Phase des Krieges, nicht verlieren. Ich hoffe, das ist klar geworden. Sir, Sir. Ja, Sir. Sir, Sir. Gut. Haben Sie noch irgendwelche Fragen zum Einsatz? Negativ, Sir. Gut, dann wiederholen Sie die Einsatzbefehle, damit Sie sicher sind, damit wir sicher gehen können, dass Sie die Einsatzbefehle vernünftig verstanden haben. Alles klar, wir einen Raumschlag gewinnen, dann auf Felucia landen, mit der 327. sich zusammenschließen, Aurek erobern, damit die KOS von der Funkstelle abgeschnitten ist und dann die Hauptbasis angreifen und eventuell noch bereits vorhandene Fahrzeuge benutzen. Richtig. Sie müssen Aurek nicht mehr unbedingt einnehmen. Es reicht, wenn Sie die Kommunikationsanlage zerstören. Wir können es anschließend wieder aufbauen. Wichtig ist, dass die KOS keine
Funksprüche absetzt. Denn das ist der Langstreckenfunk. Das heißt, die können irgendwo aus anderen nahegelegenen Systemen irgendwie noch Unterstützung anfordern. Und das wird uns hier oben, während wir versuchen, die Blockade weiterhin aufzureißen, für uns den Tod bedeuten. Ich hoffe, das ist soweit klar. Sie werden mitten in der Blockade wahrscheinlich runter abgesetzt. Wir werden versuchen, mit den restlichen Schiffen so lange die Feinde aufzuhalten. Gut. Wenn es keine weiteren Fragen gibt und alles soweit klar ist, instruieren Sie Ihre Männer, machen Sie alles bereit. Corporal, leiten an die Einsatzleitung, wir nehmen Einheit 1 für alle Jungs, oder? Lieutenants, haben Sie Ihre Männer soweit eingeteilt und gebrieft? Natürlich. Positiv. Ausgezeichnet. Gut. Sie haben die Befehle vom ROK soweit bekommen? Richtig. Alles klar. Gut. So. Wir von der 327. werden Sie mit bei diesem Angriff unterstützen. Wir werden Sie dann also quasi bis Aurek mitbegleiten und anschließend den Angriff auf die Hauptstation mit unterstützen. Wenn Sie soweit sind, sind wir es auch. Also, können wir? Natürlich, wir können sicher. Los. Ausgezeichnet. Gibt's. Okay, alles klar. Jungs, Funkeinheit einfinden. Verstanden. C4. Unsere Truppe sind Funkeinheit 1, falls was von Ihnen wollt. Genau. Soweit verstanden. Funkeinheit 1 einfinden. Verstanden. In Ordnung. An unsere Männer, Drachschar-Kompanie. Ausdruck bereit machen, los geht's. Gut, Aurek ist eingenommen. Jetzt können wir die Ressourcen unterwegs bergen. Machen Sie den LAT bereit und dann werden wir Zeta jetzt einnehmen. Wer ist, wenn die Vulture sabotieren? Oh. Ich hab die schon zerstört. Die sind kaputt. Hab einmal kaputt gemacht. Ja, Kommander, dann würde ich sagen, ich bestätige hiermit, dass die Basis sicher ist. Soweit verstanden. Dann treffen wir uns im Haupthangar. Kündige das an. Machen Sie das. Achtung, Achtung, hier spricht Lieutenant Littals für alle Truppen. Versammeln Sie sich sofort im Haupthangar. Ich wiederhole, alle Truppen sofort im Mainhangar versammeln. Sind die Männer vollzählig? Ich wiederhole nochmal für alle Truppen, falls die verstanden haben, alle Mann sofort im Mainhangar versammeln.
Dankeschön für den Follow, der gerade reingekommen ist. Sind die RC vollständig? Sir, nein, da meint man noch was sicherstellen. Ist die SU vollständig? Sir. Sind die Heavys vollständig? Sind sie vollständig? Ja. Medics sind vollständig, sind die Trooper vollständig? Sir, ja, Sir. Die Pioniere vollständig? Jo. Commander, da sind alle Truppen da. Ausgezeichnet. Meine Herren, wir haben es geschafft. Wir haben Felucia endlich wieder zurück. Auch wenn wir vielleicht nur einen Fuß in die Tür reingekriegt haben, aber wir haben wieder einen festen Standpunkt hier. Ohne ihre Hilfe von der Drashar Company hätte die 327. das alleine nicht hinbekommen. Sie können stolz auf sich sein, auch wenn sie heute vielleicht einige ihrer Brüder verloren haben. So war ihr Opfer wahrlich tapfer. Ich habe die Berichte gehört. Die RS Inferno ist bei der Blockade zerstört worden. Hinter ihnen sehen wir noch die rauchenden und brennenden Trümmer der Typhoon. Doch das waren nicht die einzigen Opfer. Tapfere Männer sind heute von uns. Und ich hoffe, wir werden noch lange Zeit an sie denken. Und ihr Opfer in Erinnerung bewahren. Denn das, was heute passiert ist, war nicht umsonst. Da hinten, Medic. Der ist verletzt. Aber es gibt noch weiteres, was ich verkünden muss. Aufgrund der hohen Verlustzahlen, die der Krieg mittlerweile von uns fordert, und durch den Einsatz der 327. hier auf diesem Planeten, werden wir weitere Männer benötigen. In Absprache mit dem Republic-Kommando, ich wiederhole, in Absprache mit dem republikanischen Oberkommando, wird die Drashar Company aufgelöst und in die 327. integriert. Ahu! Ich hoffe, Sie werden unter meinem Kommando weiterhin gute Dienste vollziehen für die Republik und für den Kanzler. Ich bin stolz, dass Sie jetzt ein Teil der 327. sind. Es wird mir eine Ehre sein. Aber das ist nicht die einzige Nachricht, die ich für Sie habe. Und dafür muss ich jetzt etwas tun, womit Sie nicht rechnen werden. Hiermit rufe ich OOC aus. Leute, wir haben leider eine traurige Nachricht für euch. Das hier war heute das letzte Event auf dem AOC HCRP-Server. Wir haben uns in den letzten Tagen tatsächlich dafür entschieden, das Projekt leider enden lassen zu müssen. Es gab gewisse Gründe, die uns dazu gebracht haben. Und es ist uns auch echt schwer gefallen.
Uns lag sehr, sehr viel an diesem Projekt. Wir haben die letzten Monate, fast ein halbes Jahr, an diesem Projekt geschliffen, dran gearbeitet, jeden Tag etliche Stunden reingesteckt, damit wir für euch ein unvergleichliches RP-Erlebnis schaffen können. Aber leider sind wir jetzt mittlerweile dazu gezwungen, das Projekt mit einem großen Knall enden lassen zu können. Ich hoffe, es hat euch gefallen, weil wir wollten tatsächlich, dass ihr irgendwie noch ein Ende dieser ganzen RP-Story bekommt. Dass ihr wisst, dass es mit der Drashar-Kompanie nicht einfach so zu Ende ist, wenn der Server runtergefahren wird. Sondern dass ihr wisst, dass eure Chars quasi zukünftigerweise in der 327. aufgehen werden. Um irgendwie einen gewissen fließenden Übergang zu entwickeln. Wir hatten Absprache mit Tom in den letzten Tagen gehabt, wie wir das hinbekommen. Es kann sein, dass wir teilweise mehr oder weniger integriert werden in den AOC-Hauptserver oder vielleicht auch einige Elemente davon. Oha. Einige von uns aus dem Team werdet ihr zum Beispiel auch dort wiedersehen. Die letzten Leute aus dem Team werden auf dem AOC-Server auch wieder spielen. Und ich hoffe, dass, wie gesagt, einige Elemente damit rübergenommen werden. Vielleicht verbessert das RP das auch ein bisschen. Wir wissen es nicht. Wir werden es sehen. Aber letztendlich hoffe ich, dass die vergangenen Wochen und Monate mit uns euch Spaß gemacht haben. Auch wenn jetzt heute der letzte Tag ist. Von unserer Seite aus tut es uns leid. Aber wir wissen, oder wir haben jetzt uns zusammengesetzt und für die nächsten Tage oder für die nächsten Wochen das so betrachtet, dass wir aufgrund von schwindender Manpower und anderen Ressourcen, die uns nicht mehr so großartig zur Verfügung stehen, und der nicht großartig fortschreitenden Weiterentwicklung des Servers quasi jeden Tag eigentlich nur noch ums Überleben kämpfen. Und deswegen haben wir uns gedacht, lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende. Für diejenigen, die vielleicht gleich noch mit uns reden wollen, sind wir im Discord dann verfügbar. Es war meine Ehre mit euch allen und es hat sehr viel Spaß gemacht. Euch allen gebührt der Dank, denn ohne euch hätten wir gar nicht so lange gemacht. Ihr habt uns jeden Tag den neuen Ansporn gegeben, irgendwie weiterzumachen, damit wir für euch weitermachen können. Es war wirklich ein Herzensprojekt. Und ich hoffe, das habt ihr gemerkt. Scheiße. Aber heute ist leider zu Ende. Ja, ist das ein Scheiß. Ja, mach den Scheiß auf, bitte. Mach die fertig! Versaut hat er. Endlich. Nach einem Jahr. Das Arschloch! Da kommt mit dem Bogen. Ah, genau! Ich glaube, das war das Beste an diesem Event, kann das sein? Ja, auf jeden Fall. Ah, schön. Help, wir müssen gehen, Medic. Jetzt schießt du mit meiner AT drauf. Wo ist Medic? Ja, hier. Raketen, Jungs, hier. Raketen. Oh. Oh, shit. Jetzt nein, oh nein, lauf. Miska, lauf. Mach's in RDM. Oh, shit. Ich hol dich, du Sau. Ey, unfair. Du Wichser. Hau ab. Lass Miska in Ruhe. Mein Name ist CT135631, Ghost Hunter. Viele kennen mich als Sergeant der Medics und das ist die Geschichte der Drashar Kompanie. Das war ja mal absolute Scheiße.
Sag dir rechts um und geht links lang. 20 Kommando-Liegestütze. 20 Kommando-Liegestützen später. Er fragt mich, ob man das als Erfolg betiteln kann, aber überlebt haben sie als Groß. Naja, außer wer auch immer die Gruppe geführt. Gut. Als Gewinn will ich trotzdem verbuchen. Wesentlich Informationen und Schaden gegen unseren neuen Gegner im Krieg. Dementsprechend ist unser Job hier fertig. Wir werden die Schlacht dementsprechend weiterführen. Ich denke, das ist erst der Anfang von was Großem für euch alle. Da rein, beschaffen Daten, sabotieren. Was sie sabotieren, wird ihnen nicht mitgeteilt. Sie müssen ein Ziel ausschalten. Welches Ziel sie ausschalten müssen, wird ihnen auch nicht mitgeteilt. Eid geschworen. Ja, wir haben ein Eid geschworen, ne? Um den Krieg zu verteidigen und zu beschützen. Piss, dass der Tod entscheidet. Genau. Ja. With nothing in between. Gut. Gebt mir Feuerschutz. Ich muss mich aufhören. Ansonsten liegt es wohl wieder. Dann ist es Feierabend für heute. Du hast heute kein Englisch gemacht, oder? Schau, soweit sauber. Du hast nichts für MSI. Wer sitzt denn da an einer anderen Leitung? Wer muss unten für die Schule tun, oder was? Und wenn du jetzt nicht runterfährst, fahr ich runter. So, Jungs, ich muss okay, gute Nacht. Jungs, wir wuppen das auch zu dritt. Okay, los geht's. Warte. Nein! Was ist los, verdammt? Scheiße. Uns gehen die... Als Information, mein Zahl ist gerade in der LRT reingeflogen, um die Munificence auszuschalten. Was? Gerade in dem LRT. Ist er oder tot? Kam. Soweit noch. Die Munificence ist zerstört, wo ist denn der? Und zum Teufel ist der Sergeant. Ich brauch mal hier vorne Hilfe. Der Sergeant ist in die Munition reingeflogen und ist ach, explodiert. Ach du Scheiße! Der Sergeant ist tot. Der hat aber was Kritisches getroffen. Scheiße. In Ordnung. Unsere Aquitanz sieht auch nicht mehr so gut aus. An die gesamte Besatzung, wir müssen es jetzt versuchen. Jetzt oder nie. Ich will einen Piloten am LRT. Verdammt! Die Inferno ist explodiert! Sie bricht auseinander! Wir haben unser Begleitschiff verloren! Verdammt! Scheiße! Ach du. Wir haben die Inferno verloren, verdammt, Scheiße! Ja, ich hab's gehört! Gummi, das machst du gut! Prüf, halt, auf! Achtung, Achtung, hier eine der letzten Durchsagen vom SED. Offizier Won. Meine Typhoon stürzt ab, ich höre, mein Typhoon wird abstürzen. Ich werde das wahrscheinlich nicht überleben. Es war mir eine Ehre, mit Ihnen gedient zu haben. Ich höre, es war meine Ehre, mit Ihnen gedient zu haben. Won, Ende und aus. Wir sehen uns auf der anderen Seite, Soldat. Noch habe ich's nicht vor. Excalibur-Stelle! Hat dich vorhin einer Ihnen Messer in den Hinterkopf gedrückt oder wer war das? Ja, in die Schulter. Das habe ich da immer noch. Für die Republik. Für die Republik. Für die Republik. Für die Republik. Für
So Leute, ich wollte eigentlich live im Stream die Abmoderation machen, aber durch ein paar Probleme in-game bin ich leider nicht dazu gekommen, weswegen ich jetzt eine Abmoderation für euch mache. Ich möchte mich beim Serverteam, bei Beska, bei meinem Einheitsleiter Prime und auch bei sonstigen Leuten, die beim Hardcore-RP mitgeholfen haben, erstmal bedanken, dass wir alle so eine coole Zeit hatten, auch wenn wir ein paar wenige waren. Wir hatten alle sehr viel Spaß dabei und die Events waren cool. Ja, es hat einen riesen Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt. Ich werde auch viel mitnehmen, wenn ich weiterhin RP spiele. Und sollte es wieder Hardcore-RP geben, in egal welcher Form, bin ich dabei. Also, für die Dasha Company, für die Republik und für den Frieden in der Galaxis. Ahu, ahu, ahu.